So, meine lieben Freunde, wie ihr seht, stehe ich hier gerade vor Rewe und Rewe hat den Dönerbudenbesitzer den Kampf angesagt. Neuerdings bieten einige Rewe-Märkte auch Döner an. Und ich bin heute hier, um den Döner zu testen, zu schmecken. Ich bin gespannt, ob er was kann. Und was ich von der ganzen Nummer halte, werdet ihr in dem Video erfahren. Bis gleich. Also hier an der Theke siehst du mich öfters in Rewe. Was ist das für eine Theke? Das ist die Eat Happy Sushi Theke. Mm. Ja, ehrlich, immer nach dem Gym immer eine Packung Sushi. Ja, aber der Döner hier ist nicht zu verwechseln mit Green Kebab, ne? Nee, nee. Weil die sind ja auch in manchen Rewe-Märkten. Green Kebab gibt's auch in manchen Rewe-Märkten, aber das ist nicht von Green Kebab, das ist von Rewe Rewe. Ja. Ja, aber der Green Kebab-Döner, der kann der einiges. Gut. Der ist der gut. Was denkst du, wer erwartet uns gleich? Wer wird uns den Döner zubereiten? Was für eine Person? Meistens ist ja immer so ein Oster. Ich wollte gerade sagen. Meinst du, hier steht auch jetzt so ein Oster drin? Die haben bestimmt so den, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bestimmt. Meinst du? Elke oder Heike. Elke, noch hier, zwei Döner. Direkt vom Fleischwurst schneiden an die Dönertheke. Könnte sein. Hallo. Guten Tag. Gibt's noch Döner? Ja? Aber nicht am Spieß, oder? Ah. Und Sie sind hier für den Döner zuständig? Im Moment. Ja? Ja. Ich habe das also jetzt in den Nachrichten so mitbekommen, dass Rewe jetzt neuerdings Döner anbietet. Ja, wie lange machen Sie das schon? 5 Jahre. Ja. Wahrscheinlich war es erst durch den Preis, dass es so bekannt geworden ist. Ne? Seit 5 Jahren gibt es hier Döner bei Rewe. Und immer 3,50 Euro oder wie war das? Nicht mehr, jetzt 4 Euro, ne? 4,50. Viele haben sich beschwert darüber, ne? Sehr sympathisch ist auf jeden Fall der Leberkäse, der daneben liegt. Absolut, sehr einladend vor allem. Ja, Freunde, es ist Weihnachtszeit. Wenn ihr Hunger bekommt auf was Süßes in der Weihnachtszeit, was wenig Zucker haben soll, kann ich euch wirklich hier von Zack Plus den Reispudding empfehlen. Ich habe den hier als Milchreis-Zimtgeschmack, passend nochmal weihnachtlich. Und der ist auch super zubereitet, ganz easy. Wir machen hier ca. 150 ml Wasser, nehmen einfach so einen kleinen Schneebesen, verrühren das Ganze, lassen das Ganze aufquellen. Ruckzuck ist das fertig, Leute. Und wie gesagt, es ist nicht nur passend für Weihnachten, sondern auch als Snack für zwischendurch. Viel Spaß beim Bestellen. Denkt daran, den Rabattcode CHAO10 zu nutzen. Das ist meine Meinung. Ich finde, hier ist so die Art von Döner, wo man auch mal fragt, ob da Schwein mit drin ist. Ist da, Döner Rindfleisch oder mit Schwein? Rind. Rind. Nur Rind, wunderbar. Pepperoni, ja, die nehme ich, die eingelegten, die sehen gut aus. Ja. Und essen Sie auch mal hin und wieder einen Döner? Ja. Ja? Haben Sie da irgendwie so eine Schulung gemacht oder so, wie man den Döner richtig belegt? Aber nur halt so, mit dem Firmenvertreter, glaube ich. Wie essen Sie denn Ihren Döner am liebsten, wenn ich fragen darf? Aber ohne Schaf. Aber ohne Schaf? Warum aber ohne Schaf? Schaf macht Schaf, habe ich gehört. Ach, passt schon. So, danke. Meine Damen, wir bedanken uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend, ne? Ciao. Tschüss. Aber das ist doch schön. Bei Elke und Heiken Döner geholt jetzt. Hätte ich nie gedacht im Leben. Nee, ich auch nicht. Ja. Jetzt gehst du da mit deiner Fleischertüte zur Kasse. Genau, richtig. Was steht da drauf? 2 mal 4,50 €. Rinderdöner. Ja. Mhm. Vor ein paar Wochen wären wir hier noch für 7 Euro rausgekommen. Für 7 Euro, genau. Den ganzen Aufschrei, das müssen wir ja einmal im Video erwähnen. Da haben sie für 3,50 Euro angeboten und haben sich wirklich viele Dönerbodenbesitzer hier im Umkreis darüber beschwert, dass 3,50 Euro viel zu günstig ist. Und da muss ich auch sagen, Rewe war so korrekt und fair, hat direkt gesagt, okay, wir knallen 1 Euro drauf. Ja. Obwohl die das weiterhin für 3,50 Euro anbieten können. Immerhin. Immerhin, ja. Das hier mal bezahlen, ne? Jo. Guten Tag. Zweimal den Döner. Haben Sie auch schon mal den Döner hier probiert? Ja. Und schmeckt er Ihnen? Ja. Sehr gut. Aber mit Karte bitte. Darf ich fragen, was für Soßen Sie immer nehmen? Alles drauf. Sie sind, Sie sind ein Leckerschmecker. Auch scharf. Dankeschön. Schönen Abend Sie. Ja, tschüss. Ciao. Auch scharf macht die Dame drauf. Ja, die weiß, was gut ist. Ne? Die weiß, was gut ist. Mama mia. Weißt du, an was mich das gerade stark triggert? Ja. Was ich kenne dich so gut. Wenn du früher beim Bäcker Mettbrötchen für deine Kollegen gekauft hast in der Ausbildung. Ja, ehrlich, genau so. Wenn die mich losgeschickt haben, hier hol mal Brötchen, Mett und Leberkäse. Fühlt sich genauso an. Aber das sind auf jeden Fall schon mal richtige Bomben. Wie viel wiegen die? Zeig mal. Boah, warte. Ist doch bestimmt sogar abgewogen, oder?
Nee, die hat einfach draufgepackt. Die hat gut draufgepackt. Okay. Füll mal. Ah. Da kannst du wirklich einen vom Kopf werfen. Boah. Das ist schon mal too much. Weißt du, wenn das Salat so direkt rüberquillt. Ja, das ist ein bisschen. Hätte doch vielleicht so eine Dönerschulung hergemusst. Ne? Ja, hätte vielleicht doch so eine Schulung gemusst. Das stimmt. Vielleicht können wir das Rewe anbieten. Dass wir vorbeigehen und den Mitarbeitern zeigen, wie man den besten Döner zubereitet. Ja, bitte. Kontaktdaten sind in der Infobox, genau. Liebes Rewe. Lieber, das ist too much. Ja, ich muss den abschütteln. Wenn ich so reinmeiße, fällt mir das alles runter. Ich höre, ohne Witz, guck. Ja, ist einfach viel zu voll. Ne? Ja, ist too much. Schade. Schade. Jetzt habe ich keinen Rotkohl mehr. Und jetzt wiegt der nicht mehr ein halbes Kilo? Nein. Das Brot ist einfach zu klein für die Menge, die da drin war. Das Brot ist viel zu klein. Bismillah. Was ich gerade vom Fleisch gesehen habe, was ich hier sehe vom Fleisch, ist kein Hackfleisch. Das ist sehr praktisch. Das ist wirklich Döner. Das ist sehr praktisch. Ja. Das ist wirklich Döner. Jetzt mit dem Knoblauch, ne? Erinnert mich sehr stark an Enschede-Döner. Auch vom Brot, vom Fleisch, mit der Knoblauchsoße, original Enschede-Döner. Der Döner auf deiner Schmuggelroute. Hm, genau. Link findet ihr in der Infobox. Hier, kann ich nicht so machen, dann ist der Link oben jetzt. Und doch, auch. Und okay. Im Abspann ist er auch nochmal, komm. Ja, Mann. Wir geizen nicht. Ich muss leider jetzt wieder den Eisbergsalat abschütteln. Ach, das ist ja aber... Das ist schade, das ist schade. Es gibt aber viele Minuspunkte. Das gibt sehr viele Minuspunkte. Da, weil bei nächsten Bissen ist wie Jenga. Der wird direkt runtergebissen, der Turm. Guten Chavo. Ey, Mahlzeit. Ich bin noch am Drehen, mein Freund. Können wir gleich machen? Alles gut. Mahlzeit. Hast du auch schon mal den Rewe-Döner hier gegessen? Total Schaden. Total Schaden? Warum? Ey, ziemlich vollgepackt, ziemlich besser in der Landwirtschaft. Ich bin ja aber extra wegen denen gekommen. Aber das ist schon krass, dich hier zu sehen. Also, alles gut. Geh einkaufen, ich warte auf dich. Alles gut. Bis gleich. Bis gleich. Wir können weiter den Döner schmecken. Guck mal jetzt. Elke hat wirklich am Fleisch nicht gespart. Boah, die hat wirklich sehr, sehr gut Fleisch reingepackt. Vielleicht will sich dadurch eher Feierabend machen. Mir wäre es lieber ein bisschen weniger Fleisch und dafür den Salat drin behalten. Ich bin auch ganz ehrlich, ne? Hm. Ich habe ja auch noch einen Döner da liegen. Hm. Und ich habe gar keinen Bock, gerade den zu essen. Warum? Weil guck dich doch mal an hier. Du bist ja komplett versaut. Hier auf dem Boden alles. Hm. Dein Bart komplett, dein Pulli. Der ist nicht handlich, ne? Nee. Und Handlichkeit, das wissen wir alle, ist ein wichtiger das ist Punkt. Das ist der wichtige Punkt. Das sehen wir jetzt, wie wichtig das ist. Ja. An sich ist das kein schlechter Döner. Das Problem ist, die haben den komplett falsch zusammengestellt. Ich finde, die Soßen müssen ins Brot. Ganz tipp und klar. Weil du siehst auch wieder hier, warum das so wichtig ist. Unten ist alles trocken. Ja, darüber kann man sich noch streiten. Das ist jetzt Geschmackssache. Mhm. Aber dass der Salat da reinpassen muss, darüber gibt es keine Diskussion. Also gibt es keine Diskussion. Du hast gesehen, zweimal habe ich geschüttelt. Und da kam ordentlich was runter. Und hier habe ich jetzt nur noch Fleisch. Ein bisschen oben habe ich noch Soße. Mit der Serviette wirst du jetzt auch nicht weit kommen, so wie du aussiehst. Die hat uns aber noch mal extra Feuchttücher eingepackt. Das ist ein bisschen too much gewesen, ne? Mhm. Aber Fleisch war gut. Soßen, diese hier, Kräuter, Knoblauch, habe ich schon mal gesagt, da kannst du nichts falsch machen. Die schmecken irgendwie alle gleich. So, wie sehe ich aus? Geht wieder. Honigkuchen. Ja, Mann. So, Herr Wachowski. Oh, guck mal, hier am Pulli auch. Ein Leberkäse, Döner. Guck dir die Bombe mal an, gib mal die Creme her. Von den Chiliflocken wirst du jetzt nichts mehr so viel haben. Ich schüttel den nicht ab. Ne? Nein, Mann. Boah, du bist mutig. Ich habe aber auch, bei mir ist auch nicht ganz so hoch gebaut wie bei dir. Boah, ich weiß trotzdem nicht, wo ich reinbeißen soll. Also normalerweise müsste ich jetzt mit so einer Gabel erstmal das Kraut rauslassen. Ne? Weißt du, was haben wir da gehört? Mit einer Gabel das Kraut rauslassen. Was denn? Komm, bist du laut rein damit. Das Fleisch ist gut. Fleisch ist gut, wirklich. Fleisch ist wirklich gut. Aber bei mir hat die gute Dame ein bisschen besser gebaut. Ja. Mhm. Auch sogar dein Käse passt sogar noch drin. Mhm. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin geschmacklich jetzt nicht überzeugt. Ne? Nee.
Ich finde, man kann, okay, geschmacklich bin ich auch nicht überzeugt, aber man kann noch viel, viel mehr rausholen. Man kann viel mehr rausholen. Allein nur mit den Komponenten, ja, die Zutaten, die dabei sind. Ich finde, das Kraut ist auch viel zu süß, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das aus dem Glas genommen. Ja, das genau. Das ist sehr süß. Das ist auch sehr deutsch. Das dieses Almanrotkohl, ja, ne? Da musst du eine echte säuerliche Note. Ja, aber wie gesagt, macht keinen Spaß zu essen. Handlichkeit. Nee, das macht wirklich gar nicht so. Ich hätte natürlich jetzt aufessen, aber... Jetzt kommt mal die Frage aller Fragen. Wie weit würdest du denn dafür fahren, Herr Bakowski? Nicht mal bis zum nächsten Rewe, bin ich ganz ehrlich. Nee? Ich muss ehrlich sein. Okay, wenn du jetzt samstags einkaufen bist, du bist samstags einkaufen, hast Hunger, bist du nicht so ein... Dann gehe ich danach zum Dönerladen und hol mir einen Döner. Ja, also würdest du wirklich sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Rewe bleibt Rewe? Definitiv. Ne? Und Döner lassen wir einen anderen machen. Ja, das hat Green Kebab auf jeden Fall besser umgesetzt, wenn du mich fragst. Ja, absolut. Weil die haben einen richtigen Dönerladen im Rewe. Mhm. Aber hier. Also ich stimme dir da auch vollkommen zu. Ne? Also. Ich stimme dir da auch zu. Also es könnte wirklich tatsächlich mal sein, dass wenn ich mal einkaufen bin, dass er mir vielleicht im Einkaufswagen runterfällt. So je nachdem, wie hoch mein Hungerpegel ist. Mhm. Aber jetzt extra losfahren, auf gar keinen Fall. Und wie du auch sagst, so, dann lieber doch zum Dönerladen fahren. Ne? Also. Was sagst du dazu, dass wir jetzt gerade 5 Stunden für diesen Döner gefahren sind? Wie fühlt sich das an? Bisschen, also hinter das Licht geführt nicht, aber enttäuscht. Ja, ich auch. Enttäuscht. Aber extra nichts gegessen. Aber heißt auch, ja okay, komm, enttäuscht auch jetzt nicht. Weil ich habe ehrlich gesagt nicht so krasse Erwartungen gehabt. Mhm. Weißt du, also meine Erwartungen waren eh schon niedrig. Aber ich würde sagen, okay, war okay. Mhm. Ja. Ja gut, ne? Ja, meine lieben Freunde, während der Tristan jetzt weiterhin auf ist, ja, werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ist das jetzt im Januar schon oder nicht im Januar? Nee. Ist nicht im Januar. Dann guten Rutsch, meine lieben Freunde, ins neue Jahr. Bleibt gesund, ja. Habt euch lieb, genießt die Feiertage schön mit der Familie. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.